Heinz Blödsinn. Nee, so. Oh! Hallo Leute, willkommen bei einer neuen Ausgabe von Heute erkläre ich euch, warum das ein Butterbrot immer mit der Butterseite nach unten auf den Boden fällt. Das kommt, weil das ein natürliches Naturgesetz ist. Butter wird ja von den Kühen also gemacht. Wie so eine Kuh allerdings diese eckigen Dinger rauspresst, erkläre ich euch am besten gar nicht. Das weiß ich nämlich selber nicht. Wir nehmen also das Brot und schmieren Butter drauf. Dann heben wir das Brot hoch und lassen es fallen. Und es ist auf die Butterseite gefallen. Stimmt gar nicht. Na gut, dann nehmen wir das Brot wieder und schmieren die andere Seite auch mit Butter ein. Und wenn es jetzt runterfällt, dann fällt es auf die Butterseite. Tja, so ist das mit dem Butterbrot, was immer auf die Butterseite fällt. Aber fragt lieber noch mal eure Eltern, denn so ganz sicher bin ich mir dann nicht. Der nächste Beitrag mit den Hiopais hat voll den Tiefgang. Seit gestern habe ich überall diese Pickel. Was kann das bloß sein? Vielleicht Wassersucht, Seepocken, Ölpest. Ist aber nicht weiter schlimm. Nicht schlimm? Was nennst du denn schlimm? Wenn ich sowas hätte. Und weiter geht's mit Sketchen mit Kulturfaktor. Die Sonne ist so grell. Ach, wie mache ich das bloß? Ey, Knut! Hä? Keine Zeit. Du kommst sofort her, du Faulpelz. Was ist denn? Ach, die Sonne scheint so brutal. Aber das Rollo geht nicht mehr runter, weil hier ein Knoten drin ist. Kannst du den aufmachen? Ist auf, fertig. Oh nein! Ist was? Und Blöd, schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn Hein Blöd den Fernseher repariert. Und seid dabei, wenn Kari mal ausnahmsweise Käpt'n Blaubeer lobt. Und schaut genau hin, wenn ich die Schnatterschnute diesen Stecker ziehe. Tschüss!